Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Hobbit. Wir sind kurz vor Erebor und wir haben immer noch dieses blöde Boot verbuggt, weil die Steuerung wieder kompletter Müll ist. Wir sind jetzt kurz, ja, wirklich kurz davor. Müssen wir nicht zerstören? Ich dachte, er hat gehüpft, deshalb dachte ich, ich muss ihn zerstören. Ja, spring halt ruhig weg, blödes Ding. So, keine Ahnung, wie wir da jetzt rankommen. Ich weiß nicht, ob es Charaktere gibt, die schwimmen können. Hier können wir die Tageszeit wechseln. Wir haben ja noch eins in der Nacht, aber da sehe ich mich gerade nicht. Da könnten wir aber noch was machen, mal schnell. Außer die Mission startet jetzt. Hallo, Herr Elb. Wie komme ich da hoch? Das weiß ich auch nicht, wie du da hochkommst. Aber ich weiß, dass ich hier mit Dori hinkomme. Ein Tausender könnte ich mir holen, aber sehe ich aktuell noch nicht so sehr. Was sagst du mir? Ja, ich weiß, dass ich das mit dem Flegel machen kann. Muss ich das von hier aus machen oder so? Ach, Spiel. Warum nimmt er denn sein doofes Schwert in die Hand? Das ist so nervig. Warum nicht? Ah, okay, ich muss 1 Millimeter weiter weg. Da oben ist doch noch was gewesen, oder? Eule. Habe ich doch nicht 1000 mal geholt, Ehre. Und dann. Weil müssen wir gar nicht hier hin? Was ist denn hier? Das will ich ehrlich gesagt noch nie anfassen. Achso, ach, das ist die Startmission. Stimmt, die war hier vorne. Das wird sein. Okay, wir sollen hier. Nach oben, das habe ich natürlich nicht gesehen. Deshalb bin ich erweitert ein Tor gelaufen. Also ich habe irgendwie komplett erwartet, dass wir jetzt da wieder hin müssen. Zum Start, aber nein. Und das hier müsste so das Ende des ersten Films, glaube ich, sein. Ne, des zweiten Films. Der erste war ja schon vorher. Das war ja irgendwie mit dem Drachen Smaugs ein. Oder heißt der zweite Film? Der dritte heißt dann die Schlacht der 5 Heere. Keiner, was da passiert. Ob die auch nochmal gegen den Drachen kämpfen? Oder ob die jetzt schon gegen den Drachen kämpfen? Okay. Interessant. Lass mal alles zerprügeln. Haben wir von denen schon genug? Haben wir gar nicht so viel von dem Essen. Also das Essen ist tatsächlich noch ein bisschen rar. Also 40 ist jetzt auch nicht so wenig, aber von den anderen Rohstoffen haben wir halt weitaus mehr, außer halt von den Edelsteinen und sowas. Okay, bräuchten wir Ori. So, dann machen wir noch gleich mit Uri. Haben wir Uri gerade? Ja. Der natürlich nicht hier oben ist. Lass mich gerade andere jetzt runterklettern und dann schmeißt er uns runter. Ne, macht er nicht. Interessant. Ich habe nur einmal geschossen. Okay, jetzt habe ich ein zweites Mal geschossen. Dann wollen wir noch einen dreckigen Hobbit so. Ich bin verstehen. Sind die permanent an oder sind die nur so teilweise? Okay, ich habe keinen Bilbo. Das heißt, ich nehme es dich und tausche dich zu Bilbo. Also kann ja sein, dass man die nur kurz aktiviert und dass man dann die wieder aktivieren muss, wenn man dann zu langsam war. Weil da oben war noch ein zweites. Eigentlich brauche ich. Ach, meine Fresse. Also, was denkst du, das Spiel dabei, wenn ich neben diesem Charakter stehe, dass ich irgendeinen da unten bekomme? Was ist da los? Na gut, dass ich da auch nochmal rauf hinziehen muss. Und dass das Spiel das automatisch, nicht automatisch erkennt, dass ich vielleicht da hinschießen möchte. Naja. Also, beeilt euch. Nicht so viel Zeit dafür. Also eigentlich schon, aber eigentlich will ich ja ein bisschen die Story weiterspielen und nicht mich die ganze Zeit ablenken lassen. Ich dachte gerade, ich sterbe.
Hallo, Elben. Was ist da oben? Da oben ist auch eine Tür. Gehe ich da auch nochmal rein? Ach ja, komm, ich gehe auch nochmal rein. Ich erkunde schon wieder viel zu viel. Okay, hier sollen wir was bauen. Ist das die Schatzkammer? Anscheinend nee. War nicht nur ich neugierig, was in dieser Höhle ist. Ich hatte gehört, dass sie ursprünglich als Waffenkammer für das Volk von Erebor genutzt wurde, bevor dieser Drache auftauchte. Und, naja, den Rest kennst du sicher. Und sieh sie dir jetzt an. Bei meiner Zange, was würde ich geben, um die Waffenkammer in all ihrer Pracht zu sehen? Haben wir? Haben wir? Die anderen können eng werden. Ja, sind beide eng, kriege ich nicht hin. Schade. Ich mal wieder Dori. Ich finde es auch gut, dass es hier relativ, also was heißt relativ, ich glaube zwei Stück hier habe ich gesehen von den Grünen gibt, die also relativ viel davon, die ich aber gar nicht brauche. Also ich brauche hier Rot und Weiß und dann von diesem Metallzeug was. Ich weiß immer nicht, wie ich Sprengstoff bekomme, oder? Ich denke einfach, dass ich von hier was irgendwie, die Items bekomme, die ich brauche. Zumindest ein bisschen was. Aber nö. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier eine Waffenkammer ist und dass wir da rein können, sobald wir von dem, ich glaube, braunen Platten und den dunkelgrauen Platten mehr haben. Oder Barren besser gesagt, nicht Platten. Okay, dann gehen wir so weiter zur Aufgabe. Dann haben wir nur ein halben paar Zeit, aber ansonsten sehe ich hier gerade nicht so, was wir tun können. Oder wir brauchen so eine Quest, die können wir auch noch annehmen. Ah ne, wir sollen direkt hin, ne? Ja. Die okay. Gruppe ist jetzt bei den Haupttoren des einstmals großen Zwergenreiches Erebor angekommen. Die Ruinen erinnern an den Schrecken, der drinnen lauert. Wer hat noch gar keinen Bambur? Das war doch Bambur, oder nicht? Okay, ich glaube, wir müssen da jetzt gleich hochklettern. Ja, sieht so aus. Gut, dann machen wir weiter. Ich denke mal, das hier wird ja so ein Ding, was wir zwei Parts lang machen müssen. Also tippe ich einmal darauf, weil es relativ am Ende ist. Und ich denke, da werden die Missionen nicht unbedingt kurz sein. Aber ich kann mich natürlich auch komplett irren. Ja, ich weiß, wir brauchen dich hier, Beutlin, aber jetzt lassen wir gucken, ob ich das hier kaputt haben kann. Nee, kann ich nicht. Dann nehmen wir Dori. Ja, genug von Holz und Seilen. Ich brauche Barren. Ich brauche Edelstahl oder Stahl oder Metalle. Das ist das richtige Wort, glaube ich. Ich mag es, wenn mein ganzes Geld immer wegfliegt. So, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Dann können wir mit Dori weitergehen. Mit Geld. Okay, wir kommen irgendwie nicht weiter. Wir brauchen jetzt Dwalen.
Dann den Quatsch hier hinbauen. Kurz mal runter gucken, was es hier Schönes gibt. Das ist der König. Der Vater oder Großvater von Thorin. Die bleiben einfach stehen, weil die gar keinen Bock haben. Da können wir nicht rein wegen der Dunkelheit. Brauchen wir dich hier. Nein, abbrechen. Nicht klettern, schlagen. Spiel ist schon wieder fast gecrashed. Haben wir Thorin? Okay, dich benutzt du wahrscheinlich, weil du unten stehst, ne? Okay, wir haben. Doch, da ist er. Ori, nicht Thorin. Vielleicht können wir mit ihm da gegenschießen, dass wir dann mit Bilbo das Minikit da holen können? Ich wüsste, also ich weiß sonst nicht, wie ich das machen soll. Dori, du warst da oben. Naja, genau. Dann können wir da nicht weiter, weil ich aber nicht weiß, was da zu tun ist. Wird sich bestimmt noch mir erörtern irgendwann. Okay. Nein. Meine Fresse, Bilbo. Okay, das war easy. Bombo ist natürlich schon oben. Okay, ich sehe da einen Zehner, da ist ein Zehner. Einen bekomme ich hier vorne nicht, weil der erstmal von Bilbo ist. Schade. Ja, für Orks. Ich glaube, Orks ist echt der richtige Begriff dafür. Aber ich sage Bilbo, weil es ihm besser gefällt. Da kann ich graben. Habe ich einen, der graben kann? Nein, nicht das, sondern du kannst nicht graben. 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 So. Uri kann nicht graben. Dori kann nicht graben, meine ich. Wer kommt denn graben von denen? Ich glaube, es war Philly. Ich glaube, Philly konnte graben, ja. Nehmen wir mal Dwal und gehen mal weiter. Weil wir hier nicht weiterkommen, müssen wir es noch hier rüber gehen. Hier ist dann noch eine Statue vom König. Die dritte, da fehlen noch zwei Stück. Ob wir die bekommen? Wahrscheinlich nicht. Hm, hätte irgendwie erwartet, dass das kaputt geht. Ah, okay. Deshalb. Hier könnte ich aber wieder zurück. Guck ich mir das erstmal an. Nicht crashen, Spiel. Noch ein Minikit, nice. Dann einmal hier durch. Gucken, wo wir rauskommen. Irgendwo hier rechts. Um die vierte zerstören. Dafür brauchen wir Uri, na super. Kommt er mit? Dwalin kommt mit. Das kann ich zerstören, was mit Trill ist. Okay, Uri kommt auch mit. Perfekt. Achso. Gleich mal verstehend. Muss ich einfach alles zusammen schießen? Ich glaube ja. Nicht im Weg stehen, Dwalin. Also da nochmal rauf. Und dann hier auch noch einmal. Zum Glück habe ich das vorher schon gemacht. Warte mal. Dann nehme ich erstmal dich, weil du einfach der erste, was ich ausgewählt hatte. Ich glaube, ich könnte darüber. Natürlich falle ich da in den Abgrund rein.
Okay, das klappt schon mal nicht. Das heißt, der Weg ist wahrscheinlich nur dann für Elben. Und ich habe 2000 verloren, weil ich dumm bin. Komm mit, Freunde. Haben wir hier noch was an Geld liegen? Oder da? Ich sehe gerade nichts, nein. Dann kriegst du mal auf die Mütze. Da kommen jetzt ein Steiner, der wir mit Wahlen rüberhauen müssen. Na klar. Steht das Feuer hier vorne bereit? Nein. Okay, aber immerhin sind hier keine Gegner. Das Ganze ist spannend. Mal ein bisschen Ruhe zu hören. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Aufstieg hier. Aber auch schon ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Sollen alle, die an uns zweifeln, diesen Tag bereuen. Also dann, wir haben einen Schlüssel. Das bedeutet, irgendwo gibt es auch ein Schlüsselloch. Okay, wir können speichern. Das ist schon mal gut. Das Licht schwindet. Macht schon. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht wirklich beeilen. Das wäre nämlich echt nervig. Okay. Sollte das so sein? Also, ich kann da einen hängen lassen. Okay, gut. Das heißt, ich habe es nicht permanent verändert. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich es nicht permanent verändert habe. Man kann ja sein, dass da noch irgendwie Minikit oder sowas, was ich da nicht mehr einsammeln kann. Also geldtechnisch haben wir noch nicht so viel von Level. Gut, wir haben 2000 verloren, aber das ist ja nicht so viel. Mal gucken, ob wir es dann noch bekommen. Meisterdieb. Oder nicht. Das können wir nicht kaputt hauen. Was macht ihr hier überhaupt alle? Da oben ist der Plan, den kriege ich nicht, weil das ein Elbending ist. Ja, danke dafür, dass du das ganze Geld in den Abgrund steckst. Planke möchte ich nicht langlaufen. Ganz schön weit weggebaut von dem Platz, wo die Steine hier lagen. Okay, hier muss ich hochfahren, da muss ich mit ihm rüberhopsen. Dann hänge ich mich hier ran. Springe hier lang. Okay, da ist anscheinend noch ein Deko-Item, was ich nicht habe. Was ich nicht holen kann, weil dunkel wieder. Und wir kein Licht haben. Schlagt sie ein! Schlagt sie ein, was? Die geheime Tür. Seht ihr was? Das nützt nichts! Mit Gewalt kommt man hier nicht bei. Ihr dürft jetzt nicht aufgeben! Vollmond. Komm zurück! Es ist das Licht des Mondes, des letzten Herbstmondes!
Ja, zufälligerweise bis gerade pünktlich geschafft an diesem Tag. Zeit, die Belohnung zu verdienen. Achievement erhalten. An der Türschwelle. Ich habe irgendwie ein Drittel des Geldes bekommen, was ich dafür brauche oder so. Oder vielleicht ein bisschen über ein Drittel. Also, ich habe nicht mal 50... Das ist mit Abstand das schwierigste Level. Ich habe doch alles eingesammelt, was ich einsammeln konnte, oder nicht? Was zur Hölle? Also ganz ehrlich, das ist richtig schlecht manchmal. Das ist richtig, richtig schlecht. Also das ist mir absolut das schlechteste Lego-Spiel, was das angeht. Eins, okay, wir haben eine neue Sache bekommen. Junge. Das letzte Licht des Durinstages hat den geheimen Zugang zum Berg, der auf der Karte verzeichnet ist, enthüllt. Vor der Gruppe liegt ein dunkler Gang, der zum Reich Erebor und den verlorenen Schätzen von Durins Volk führt. Gut, dann würde ich sagen, passt ja perfekt mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.